Ring, 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 Hashtag Lappenalarm. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Hashtag Lappenalarm in dieser Woche. Thema sind immer noch Entrances beim Wrestling, beim Professional Wrestling. Sind die wichtig oder nicht? Was gibt's für gute Entrance-Themes? Sind die additiv, fungieren die additiv zum Gimmick eines Wrestlers? Und der erste Anrufer, den wir heute rannehmen, wie gesagt, eigentlich wollte ich das noch so halbwegs aussortieren, klappt aber nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen nehmen wir hier den guten, Alter, jetzt bekomme ich hier Nachrichten bei Facebook, machen wir direkt mal aus, nehmen wir den guten Tom Lin. Hören wir mal zu. Hey! Hey ho, Tom Lin, du musst was sagen. Hi. Hi. Stell dir mal vor, woher kommst du? Wie alt bist du? Wie lange guckst du Wrestling und so weiter? Ja, ich höre dich perfekt. Leg einfach mal los. Nicht auf Stream hören, sondern auf mich bei Skype, also, bitte. Leute, da gehen wir doch mal später drauf zu, vielleicht zurück. Ich sag's nochmal, hört nicht auf mich beim Stream, sondern auf Skype, ne? Ihr müsst das Richtige anhaben. Dementsprechend, der nächste Anrufer bitte, das ist nämlich der gute Hashtag Abner. Mal sehen, wer das ist. Hallihallo. Oh Gott, kein Schreck bekommen. Hallo. Hallo. Hörst du mich? Hashtag Abner. Abner. 5, 4, 3, 2, 1, tut mir leid. Der nächste, der Jack Onator, hat aufgelegt. Die haben alle aufgelegt. Leute, ruft wieder an. Hier, Jack Onator, hören wir da mal rein. Hallo, Jack. Leute, ruft wieder an. Jack. Mach den Stream. Ja. Mach den Stream bitte aus und übersteuer bitte nicht so laut. Ein bisschen weiter weg vom Mikrofon wäre sehr, sehr nett. Jo, okay, sorry. Alles klar, kein Problem. Jack, stell dir vor, wie alt bist du, woher kommst du und dann kannst du loslegen. Jo, ich heiße Yannick, ich komme aus Hannover und bin 13 Jahre alt und... Stimmt, du warst letztes Mal schon dabei, ne? Oder vorletztes Mal oder so? Jo, genau. Alles klar. Ja, und ich gucke seit einem Jahr Wrestling. Okay, gut. Leute, ich sag's nochmal, wir hatten, du kannst dich überraschen mit deiner Meinung, aber das gab ja ein paar Beschwerden, dass sie nicht Leute rannehmen sollen, die erst so kurz Wrestling gucken, aber wir hören einfach mal zu. Yannick, dann hau mal hinter. Jo, also ich finde Entrances also schon sehr wichtig, das macht das Ganze ein bisschen, ja, epischer, sage ich jetzt mal. Ja. Und, ja, ist auch, finde ich, so ganz cool, wenn man davor schon so sieht, ja, keine Ahnung, also, sorry. Zu den Entrances, die ich ganz gut finde. Ich finde die Entrance von Stardust ganz gut. Oha, ich fand den auch gut, als er debütierte mit seinen Entrance. Aber ich finde Stardust das Gimmick an sich richtig super. War bloß nur auch eine coole Storyline mit ihm. Jo, ebenfalls so Gold, das finde ich auch ganz gut. Ja. Von denen, die ich nicht so gut bis jetzt fand ich so Stone Colds nicht so cool. Oha, jetzt wirst du aber kontrovers aufgenommen, hoffentlich. Dann erläuter doch erstmal. Vielleicht wird das dann einigen klar, warum du dieser Meinung bist. Ja, ich finde die halt so ein bisschen langweilig. Wenn er da einfach nur so reinkommt. Die Musik finde ich eigentlich ganz cool so. Also dieses mit den, ich glaube, das hieß irgendwas mit Scherben oder so. Ja. Ja, das fand ich, die Musik finde ich gut, aber wie er da so reinstolziert kommt, finde ich nicht so gut. Aber meinst du nicht, das passt zu ihm? Er ist doch der Working Man, er braucht nichts Besonderes. Er hat schwarze Tights, schwarze Kneepads und so. Bei ihm sprechen die In-Ring-Taten und will einfach bloß zum Geschehen. Und du kannst ja nicht sagen, dementsprechend sind seine Special Entrances ja umso besonderer gewesen, als er dann mit diesem Quad da, oder wie das Ding heißt, mit diesem kleinen Ding da, reingekommen ist. Also ich hätte jetzt mir nicht Stone Cold unbedingt ausgesucht. Ja, sowas finde ich dann natürlich auch ganz okay. Dann. Also, was heißt okay, also gut. So, ja. Dieses Fantasy. Aber was mir gerade so einfällt, ich fand die alte Einlauf-Szene von Rey Mysterio ganz cool. Da, wo er so hochgesprungen kam, wo dieses Feuerwerk, so nicht Feuerwerk, aber so, ja, irgendwas da Feuerwerkartiges hochkam. Ja. Ich weiß, was du meinst. Alles klar, Yannick. Noch irgendwelche abschließenden Worte? Ansonsten rufe ich die nächsten Leute auf zum Anrufen. Jo, wie gesagt, viel Spaß beim Stream noch und, jo, ciao. Danke, dass du mich drangenommen hast. Ciao. Tschüss.
Das war der gute Yannick. Die Leute im Chat gerade, 140 Leute am Start, sind ziemlich kontrovers am Diskutieren und teilen Yannicks Meinung überhaupt nicht. Die Frage ist, ob ich, da haben schon einige den Vorschlag reingehauen hier in den Chat, soll ich eventuell den Chat einblenden? Soll ich den Chat einblenden für die Ausgaben von Labmala? Wäre nicht unbedingt das größte Problem. Deswegen schreibt das einfach mal in den Chat. Nein, Quatsch, in die Kommentare. Soll ich den Chat mit einblenden in die Ausgaben? Hashtag ja in die Kommentare. Und wenn nicht, Hashtag nein. So, die Leute im Chat sagen alle ja. Wir hören einfach mal dann später zu. Dann nehmen wir als nächstes den guten alten und guten altbewährten Max immer zu. Hallo Max. Hallo, so, ja. Stream ausmachen. Genau, so, alles klar. So. Na, was sagst du zu der Meinung zu Stone Cold gerade? Es passt zu ihm, aber ich werde mir mit meiner Antwort, welchen Entrance ich überhaupt nicht mag, mir auch keine Freunde machen. Oh, jetzt geht's aber los, jetzt bin ich ja gespannt. Grüße an Jonathan, ich kann den Entrance vom Undertaker überhaupt nicht ab. weil er zu lange gedauert oder weswegen? Ja, ich habe kein Problem, der Gong kommt, dass es dann, ja, Undertaker kommt. Und im Endeffekt, es ist immer das Gleiche, der Rauch kommt raus, er kommt zum Ring und im Endeffekt weiß ich, okay, ich kann jetzt theoretisch noch schnell aufs Klo gehen und wenn ich zurückkomme, ist er immer noch nicht am Ring angekommen oder gerade davor. Ja. Das ist, ich kann es halt einfach, ich habe es bei WrestleMania schon nicht gemocht, wenn einfach ein Entrance 2 Minuten 38 ging. Ja, sagst du, bist kein Fan von diesen Special Entrances, wenn auch irgendwie die Band live mitspielt oder so? Das sage ich nicht. Wenn zum Beispiel eine Band, wie zum Beispiel bei WrestleMania 22 war es Rey Mysterio, ja, wo der die Band noch gespielt hat, das sage ich, okay, das ist dann in Ordnung, weil ja dann es wird erst gespielt und irgendwann kommt er dann raus. Hm. Beim Undertaker ist es aber halt immer das Gleiche. Und das seit Jahren. Die ersten Leute schreiben, hau ihn raus. Oh, gerne. Ich meine, ja, ich habe, aber wenn das halt mal ab und zu passiert, Special und so, ist ja in Ordnung. Aber das ist beim Undertaker ja schon Jahre, dass er immer ewig braucht, bis er zum Ring ankommt. Das einzigste Mal, wo er keine Minute gebraucht hat, ist, als er angezündet wurde. Mhm. Das fällt dann auf. Also bist du immer sehr froh, wenn er seine Special Überraschungs-Entrances macht, wo er dann hinter einem steht, auf einmal, zack. Genau, und ich bin froh, wenn er Ring angekommen ist, definitiv. Ja, Schmoko fragt dir gerade, sag mal, ist hier 45 oder was? Wohl alle Leute schreien, raus mit dem, der ist nicht meiner Meinung, hast du den? Oh, ist das schlimm, ey, gerade. Naja. Oh. Gold, ich kann damit leben. Das war schön. Ja. Entrances, die ich mag, zum Beispiel der Entrance, als Sean zurückkam, 2002. Ja. Den mochte ich. Oder der war halt, also wenn Sean da reinkommt, das ist dann, er macht seinen Move und das Feuerwerk schießt von links nach rechts und wieder zurück. Das war, oder als Rey Mysterio von oben, von unten hochgeschossen kam. Hm. Ich lese gerade Jonathan gegen Max. Ja, tut mir leid. Ich tut mir leid, dass ich, wenn zum Beispiel ein AKO in einem Money in the Bank Ladder Match, dass ich nicht meinen Mund so aufreiße, dass ich eine Ananas reinstecken kann. Tut mir leid. Jetzt würde ich aber gerne. Das tue ich einfach nicht. Deswegen ist Randy Orton in dem Match, damit er diese Spots bringt. Da bin ich nicht überrascht. Das weiß ich. Ich frag mich, da bin ich nur überrascht, wenn es kommt. Tut mir leid, Jonathan, aber das ist bei mir einfach so. Das so. Gibt Beef, das gibt Beef. Der ruft auch gerade an, warte, ich hole ihn mal in die Konferenz ja, rein. Ja, gerne, warte, kann ich mal auch mal mit ihm reden. Warte mal, wie mache ich das denn? Anson will put your current call on hold. Geht gar nicht. Warte, ich muss euch beide erstmal irgendwie hinzufügen. Warte mal, Send, ich würde gerne Leute hinzufügen. Wie mache ich das denn? Ich habe euch alle nicht in der Kontaktliste, deswegen geht das nicht. Kurzen Schnipp, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, da sind wir wieder. Jetzt gehe ich auf zu Gruppenkonferenzen hinzufügen. Oh, jetzt bin ich aber gespannt, der Jonathan. Ja, anrufen. So, mal sehen, ob er rangeht und wann er rangeht. Jonathan. In der ersten Episode gehört, dann ist er schon wieder da. Sobald er rangeht, mal sehen. Das könnte eine längere Ausgabe geben. Das gibt Beef. Das gibt Beef. Klicks, Klicks, Klicks. Jonathan, so, da ist er. Was ist hier los? Okay, der Angeklagte, warte mal, Max, was bist du denn? Du bist im Prinzip Staatsanwalt, ne, in deiner Rolle, oder? Nee, wie sagt man? Staatsanwalt, du hast, ach, egal. Sag nochmal, was du gerade gesagt hast zu Jonathan. Ja, also, ich denke, er hat's gehört. Also, ja. Wenn man sich die Live-Reactions anguckt, bei Money in the Bank zum Beispiel war es extrem. Also, als die AKOs da kamen, tut mir leid. Also ich habe das mit Patrick geguckt und ich habe am Anfang schon gesagt, gut, AKO, Randy Orton ist in dem Match. Das heißt, es wird irgendwann den AKO von der Leiter geben.
dafür ist er da, für den Spot. Da bin ich nicht überrascht. Er sah schön aus. Aber wirklich überrascht bin ich nicht, weil ich ihn den erwarte. Und dann schaue ich mir Jonathans Live-Reactions an und ich sehe einfach, er reißt seinen Maul, reißt seinen Mund, Entschuldigung, fast immer auf, dass man da komplette Ananas reinschieben kann. Ja. Voller Überraschung und alles Mögliche. Und tut mir leid, das teile ich mir einfach nicht. Das teile ich einfach nicht, weil ich dann nicht mehr überrascht bin. Das gab's bei WrestleMania 23, als er Money in the Bank Ladder Match war. Und das gab's fast immer, wenn er in Money in the Bank Ladder Matches war. Wenn nicht über wirklich immer. Da bin ich nicht mehr überrascht, das erwarte ich, wenn er da reinkommt. Ja, ich noch mal kurz einzuwerfen. Ja, jetzt wäre es richtig gut, würde ich den Chat einblenden. Aber leider bin ich zu faul. Tut mir leid, Leute. Müsst ihr euch denken, wie 150 Leute hier gerade am Ausrasten sind und alle sagen, beef, beef, auf die Fresse. Gut, Jonathan, deine Meinung. So, ich mache diese Live-Reactions, weil mir aufgefallen ist, dass ich unglaublich emotional gegenüber anderen, beziehungsweise im Gegensatz zu anderen Leuten bin, wenn ich Wrestling gucke. Wrestling ist einfach so in gewisser Weise meine Leidenschaft und ich kann da einfach komplett ausrasten und ich weiß nicht, was daran so negativ ist. Natürlich, viele schreiben mir auch in die Kommentare, boah, ist das gestellt, du kannst doch niemals so ausrasten. Ich raste wirklich so aus, wenn ich das gucke und wenn heute Nacht bei Battleground Undertaker kommt, reiß ich wieder mein Maul so weit auf, dass man dann eine Ananas reinstecken kann, weil ich einfach so emotional beim Wrestling dabei bin und so drin bin. Jonathan, du verstehst mich falsch. Ich habe nie gesagt, dass ich was dagegen habe. Ich sag nur, dass ich halt nicht so einer bin, der halt seinen Mund so weit aufreißt. Das bin ich einfach nicht. Wenn du das bist, ich schau mir an, ich habe dich abonniert. Ich find's ja auch teilweise wirklich amüsant, das muss man sagen. Und ich kann auch verstehen, dass man dann so ausrastet. Ich bin's halt einfach nicht. Ja gut, dann verstehe ich jetzt nicht das Problem hier. Also ich meine, wenn es nur Problem deine Meinung hat, ist und du nichts dagegen hast, dann... Ich brauch dir nur was für die Klicks, das ist ja der einzige Grund, Jonathan. Hab ich gesagt, dass ich was gegen die Live-Reactions habe? Ich weiß nicht. Ich kam hier auf einmal... Hab ich auf einmal in den Chat geschaut, überall stand Beef und dann habe ich so gehört, du shootest gegen meine Live-Reactions. Ich hab nur gesagt, dass ich halt nicht immer so überrascht, also ich würde nicht so überrascht sein, ich weiß nicht, wie oft du bei Money in the Bank irgendwie, beim Kevin Owens Match gegen John Cena, da waren viele Überraschungen oder viele Reactions von dir dabei, die ich sogar teilen konnte, das waren ordentliche Spots. Aber das Schöne ist auch, wenn man zum Beispiel vergleicht, bei WrestleMania wolltest du noch nicht, dass The New Day Tag Team Champion wird. Als die Primetime Players wurden, hast du immer gehofft, dass New Day Champions bleibt. Ja, weil New Day sich halt auch, New Day hat sich extrem geil entwickelt, muss man sich mal geben. Ich will auch, dass die heute Nacht wieder die Titel zurückgewinnen und dann gegen Lucha Dragons die Titel beim SummerSlam wieder verlieren, weil New Day einfach mittlerweile richtig geil ist. Aber dann frage ich mich, wenn das dann wieder so ist, die haben beim letzten Pay-Per-View gewechselt, dann wechseln sie jetzt schon wieder, dann wechseln sie beim SummerSlam nochmal. Und dann haben die Lucha Dragons einen längeren Run. Warum muss man dann The New Day nochmal dazwischen tun? Warum kann man Lucha Dragons dann direkt dazwischen schieben? Weil das Match zwischen New Day und Lucha Dragons doppelt so geil wäre wie das zwischen Primetime Players und New Day, zwischen Primetime Players und Lucha Dragons. Die Primetime Players sind ein Entertainment Tag Team, aber für mich keine würdigen Tag Team Champions, weil sie einfach nicht diese Matchqualität bringen, sondern nur dieses Entertainment. Und das ist, finde ich, nicht ausreichend, um sie Champions werden zu lassen. Ist auch geil, wie der Chat einfach schreibt, ich hasse den Undertaker. Es stimmt nicht, ich mag den Entrance nicht. Warum muss ich da 2,5 Stunden gucken, wie da einer so langsam wie möglich zum Ring geht? Alter, das hat er nicht gerade wirklich gesagt, oder? Doch, das habe ich gesagt. Zum Undertaker passt es. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber ich brauche mir doch nicht jedes Mal 2,5 Stunden angucken, über Jahre. Er macht es nicht erst seit gestern oder erst nur bei WrestleMania. Er macht es seit Jahren. Und es ist immer wieder episch. Das guck ich nicht jedes Mal. Ich finde es immer wieder episch, wenn er da rauskommt, Alter. Es ist einfach der Taker. Es ist mein Lieblingswrestler. Der beste Entrance der Welt. Im gesamten Wrestling. Das ist einfach, das ist Gold, ja. Es ist wie ein Blockbuster. Wenn der Taker rauskommt, dann kannst du das im Kino 1,5 Stunden so zeigen und ich würde dafür 10 € zahlen. Und sogar noch mehr. Weil das einfach geil ist, Mann. Wie sich Franz einfach komplett aus dieser Diskussion rauszählt. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, denn die 15 Minuten sind leider um für die Ausgabe. Ich bedanke mich bei Max und Jonathan. Ihr könnt noch weiter diskutieren, wenn ihr Bock habt. Danke für eure Zeit. Gerne. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne, das stimmt, ja. Wiedersehen.
Ciao. Ach man, Leute, da muss ich mich auch einfach mal zurückhalten. Geht ja nicht anders. Die haben beide so schön diskutiert. Da habt ihr den beiden einfach mal schön zuhören können, ne? Bin ein bisschen aus dem Bild geslidet, wie man das macht. Ihr hättet echt den Chat sehen müssen. Ah, oh, okay. Wird wirklich Zeit, dass ich den Chat einblende nebenbei. Ein viel diskutiertes Format, Lappenalarm, kommt bei den Hardcore-Zuschauern relativ gut an, muss man sagen. Klickzahlen sind zwar nicht so zufriedenstellend, so wie ich das gerne haben würde, aber ich denke mal schon, dass ich in Zukunft weiterführen werde. Danke, dass ihr dabei wart wieder. Nicht vergessen, diese Episode einen Daumen hoch zu geben, Airbag auszuschalten. Bis dann, euer Franz, euer Franz sagt, bis zum nächsten Mal. Bis nächsten Mittwoch und Freitag. Haut rein und tschüss.